gucken, nicht anfassen. Ja! Ich glaube, die große Analyse können wir uns sparen. Los, los! Nein! So, das ist die Linie, die von Rostock ist. Los, los, los! Ja! Hallo liebe Stadionfreunde und herzlich willkommen zu MNES TV. Es ist typisch Hannover, es regnet schon wieder Fritz-Walter-Wetter in Hannover, wie fast vor jedem Spiel. Ich mache mich jetzt auf den Weg zum Stadion. Ich wollte eigentlich etwas früher heute da sein, aber hat leider nicht funktioniert. Auf jeden Fall werdet ihr heute eine Stadion-Vlog-Konferenz sehen. Wir sind heute in Hannover, Ali ist heute in Wiesbaden, er guckt sich das Spiel Wien Wiesbaden gegen St. Pauli an. Und Nille aus Kiel ist heute auch da. Wenn es im Kieler Bereich irgendwas Interessantes geben sollte, wird er sein Video auf jeden Fall für uns zur Verfügung stellen. Eine interessante Info. Die Meisterschale ist heute in Hannover. Sollte Kiel heute Meister werden, werden sie die Meisterschale bekommen. Und sollte St. Pauli Meister werden, werden sie die Schale erstmal nicht bekommen. Das nur zur Info. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Vlog. Hier sehen wir nochmal schön die Herrenhäuser Gärten. Wie sieht's eigentlich in Wiesbaden aus? Wiesbaden gegen St. Pauli, ich bin mega gespannt. Und jetzt Abfahrt zum letzten Spiel in dieser Saison. Es regnet und es regnet immer noch weiter. Das Wetter wird immer schlimmer und ich überlege ganz Zeit, dass ich keine Jacke dabei habe. Danke, Alexa. So, Gäste, Parkplatz gefunden. Kleines Problem, es regnet leicht und mein Haarwachs ist nicht wasserfest. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie hoffen, dass ich nicht gleich blau bin, ey. Hier ist, ich weiß nicht, ob es die Leine ist. Wir sind die Fünf mit dem Auto schon rübergefahren, könnte aber sein, recht breit und dann direkt da das Stadion. Und ich glaube, hier auf dem Weg da unten bin ich letztes Jahr bei Bestem-Wetter. Da war ja auf jeden Fall sehr spät auch hier. Bin ich hier noch lang gelaufen, habe hier so ein bisschen über die Saison sinniert, aber ja, heute ist das Wetter irgendwie nicht so einladend. So, es geht weiter. Ich bin jetzt durch. So, ich bin jetzt mittlerweile angekommen im Stadion. Der Regen hat eigentlich aufgehört. Ich warte jetzt nur noch auf Nils. So, liebe Mutti-Zuschauer, Stimmung ist gut. Keine Ahnung, wir stehen wahrscheinlich hier oben einfach. Kiel ist bereit. Hallo, ich bin Svea und ich sage 3-1 für Hannover heute. Weltmeister! Nils ist jetzt endlich da. Hast du die Pyros jetzt dabei? Aber heute nicht, nein. Wundert euch jetzt nicht, warum ich jetzt die Sonnenbrille trage. Das ist gleichzeitig auch meine Brille. So, einige Leute wollten gegrüßt werden. Fangen wir mal an. Wir haben im Tor Pito, in der Abwehr Silas Bra, 96 Kurve, außen Ilias und Leo, zentral defensiven Mittelfeld haben wir eine Premiere. Er wollte so gerne gegrüßt werden. Ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus. Bekannt aus Twitter oder ehemals Twitter, jetzt X. IDD King. So, ich hoffe, jetzt bist du zufrieden. Zentral Mittelfeld haben wir Nick Kaiser, Oleg. Flügel haben wir Leonie Stepel, Zoe. Und im Sturm haben wir Hannover Zone. Ich grüße euch, Leute. Das letzte Mal für diese Saison. Ich mache das jetzt ganz schnell, weil es geht hier gleich los. Auf Platz 1 haben wir bei der Prediction mit 28 Likes Nabor Hannover. Ich denke, es wird ein knappes 2-1 und unser Weltmeister wird uns retten. Auf Platz 2 haben wir 96 Kurve mit 15 Likes. Er hat gesagt 3-2 für 96. Er spürt es. Und auf dem dritten Platz Silas Bra, ich weiß nicht, der ist immer dabei, als ob er das abonniert hat. Er hat 14 Likes bekommen. Er hat getippt 3-2. Sieg für uns, ein Tor Leopold, 1 Gindorf und 1 Räucher. Sind wir mal gespannt. Was hast du heute an, Nils? Zeig mal. Warte. Zeig mal. Oh, Klassiker. Ja, mit dem Fußballgott hinten drauf. Okay, Leute, heute knallen wir sie weg. Hannover volle Bulle. Hannover auf die 1.
Holz bei Ziel. Nur gucken, nicht anfassen. Ja! Thank you.
Meine Damen und Herren, hier ist der Ton ausgefallen. Hier brennt die Hütte in Wiesbaden. Ein unglaubliches, schönes Tor. Man darf nicht vergessen, wir haben einen Weltmeister. Wow. Weiter, weiter! In der 27. Minute und er steht hier 0:1 für Holstein Kiel. Traumhaft. Gar nichts, weiter! Weiter, Mann! Unglaublich, wie der Schiedsrichter heute pfeift hier. Was jede Berührung wird ja auch faul entschieden. Ja, hat ihn! Nein! Wir haben einen Weltmeister, wir haben einen Weltmeister, wir haben einen Weltmeister. Ich sag's doch! Weltmeister! Weltmeister. Spielminute, Kiel führte 0:2.
gerade, dass sich die ganze Nordkurve umgedreht hat. Das waren wir an 45 Minuten zur Halbzeit. Wiesbaden versucht auf jeden Fall hierbei die Führung zu halten bis 1-0. Bunkert sich hinten sehr tief ein, spielt wirklich sehr, sehr defensiv und wollte es einfach über die Zeit bringen. Und bisher kein Durchkommen für St. Pauli. Ich würde sagen, wir schalten jetzt wieder rüber zu dir nach Hannover. Wir haben hier Halbzeitpause. Kiel führt 0-2. Ich glaube, die große Analyse können wir uns sparen. Wir sind sehr enttäuscht. Wir sind eigentlich heute mit anderen Erwartungen hergekommen. Wiesbaden führt 1-0 gegen St. Pauli. Mit diesem Ergebnis wäre Kiel Meister in der zweiten Liga. Und ihr wisst ja, die Meisterschale ist hier in Hannover. Mal schauen, was nach 45 Minuten hier los sein wird. Also, bis gleich. Nach dem Fritz-Walter-Wetter ist Le Soleil wieder am Start. Und ich bin jetzt mal wieder total falsch angezogen. Vorhin hat es geregnet wie verrückt und jetzt ist es total warm. Hey, was hast du denn für Sticker? Sticker. Hast du dich für die neue Saison? Schaut mal, wer wieder hier ist. Aber diesmal darf ich die Tore nicht verpassen. Ich sag gar nichts, ich guck einfach das Spiel. Tor für St. Pauli! Der neue Spielstand 1-1. Ronell, was sagst du heute zur Nordkurve? Ist das Beste am ganzen Stadion. Los, Mann, los! Wir sind in der 62. Spielminute drin. Cedric Teuchert ist jetzt reingekommen. Das ist heute sein letztes Spiel. Bei Los Olten wird ausgewechselt. Hannover versucht es, aber es sieht so aus,
dass das hier heute 0-2 enden wird. Pauli hätte bis dato hier den Sack auf jeden Fall schon mal zumachen können. Hat zwei, drei Riesenchancen hier. Aber Wiesbaden bleibt wirklich dran und gibt nicht auf. Oh, ist es ein Vogel? Nein, es ist ein Ball. St. Pauli führt 2-1 und damit werden sie Meister. Nein! Los, los! Nein! Alter! Keine Ahnung, was in der letzten Minute mit 6-9 passiert ist, aber es ist weg hier. Dort drüben sind übrigens die ganzen Ordner. Die versuchen werden zu verhindern, dass die Kieler den Platz stürmen werden. Sind wir gespannt. Also momentan ist St. Pauli Meister.
Fußball. Fußball verliert mit 2:1. Ich hoffe, dass Paderborn noch gewinnt. Delegation. Da feiern sie. Sehr viel Ordner im Einsatz gegen den Gefahr vor Platzsturm, aber ich bin mal gespannt, was die Zuschauer vom Bauen machen. Glückwunsch auf jeden Fall an der Stelle. Und MDS, wir gehen mal zurück zu dir und schmelzen schon wieder, was ist. Das ist doch schön mit anzusehen, Freunde. Vielen, vielen Dank nochmal an der Stelle MDS TV für die Einladung. Hat mir mega Spaß gemacht, auch wenn ich leider ein bisschen frustriert bin. Und bei ein, zwei Sequenzen leider der Ton nicht ging. Ich weiß nicht, mein Handy hat ein paar Probleme, damit ihr Bescheid wisst. Und hier und da war es auf jeden Fall auch sehr schwer zu filmen, vor allem in der ersten Halbzeit, weil es wirklich übermäßig voll war. Es wurden so viel mehr Tickets verkauft, als sie überhaupt reinpassen gefühlt in die Südtribüne. Dementsprechend war es ein bisschen schwer am Anfang, aber dennoch hoffe ich, dass ich einen sympathischen Eindruck hinterlassen habe. Und genau, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Macht's gut und auf Wiedersehen.